Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit einigen Monaten gibt es hier auf meinem Kanal ab und zu Videos zum Thema schleimfreie Heilkost. Ich mache seit Juli ein Experiment und nähre mich vorwiegend schleimfrei bzw. schleimarm. Und in diesen Videos habe ich auch immer mal wieder erwähnt, dass schleimfreie Heilkost nicht 100% Rohkost heißt, sondern dass man im Rahmen der schleimfreien, der schleimarmen Heilkost auch Gemüse backen, dämpfen und dünsten kann bzw. auch Obst backen kann. Und dann kam immer mal wieder die Frage, wie backt und dünst man denn am besten Gemüse für die schleimfreie Heilkost und wie nimmt man dann dieses Obst oder beziehungsweise dieses Gemüse zu sich? Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video dazu. Ich dämpfe ja schon seit vielen Jahren für meine Jungs Gemüse beziehungsweise auch für meinen Ältesten, der liebt Gemüse und ich dämpfe ihm viel Gemüse und dann habe ich euch einfach mal in den letzten Tagen beziehungsweise in den letzten ein, zwei Wochen mitgefilmt, was wir für Gemüse dämpfen und auch welches Gemüse wir backen. Und unser lieber Mitbewohner, der Henry, der praktiziert ja auch mit die schleimfreie Heilkost. Der hat dann auch noch einiges für dieses Video gedämpft und gebacken. Und das seht ihr dann hier in diesem Video. Ich möchte noch hinzufügen, für mich ist die Rohkosternährung, vor allem die einfache Rohkosternährung, fokussiert vor allem auf regionale Lebensmittel, die beste Ernährungsform. Und ich versuche mich auch so regional wie möglich zu ernähren. Ich würde mal sagen, so, ich bin so bei 70-80%, manchmal auch bei 100%. Es kommt ganz darauf an. Jetzt hier im Dezember, da haben wir ein Obst, zum Beispiel die Äpfel und Birnen, das ist Lagerware. Wir haben aber auch zum Beispiel die Hagebutten, das ist eine Wildfrucht. Das schätze ich auch sehr. Und diese drei Obstsorten kann man auch im Rahmen der schleimfreien, der schleimarmen Heilkost auch essen, roh essen. Dann haben wir hier auch viel Gemüse, Wurzelgemüse, wir haben Kürbis, den kann man zum Beispiel backen, das Wurzelgemüse dämpfen. Wir haben auch ganz, ganz tolles grünes Blattgemüse, Palmkohl, Schwarzkohl, Feldsalat, Postelein. Also diese grünen Lebensmittel spielen jetzt auch in diesem Zeitraum eine wichtige Rolle für mich und die nehme ich bevorzugt roh zu mir, obwohl man Schwarzkohl und Palmkohl, aber auch Spinat gibt es ja jetzt auch. Die drei Sorten könnte man auch dämpfen. Ich nehme sie bevorzugt roh zu mir, entweder einfach so essen oder ich presse sie mir mit anderen Zutaten zu einem grünen Saft. Einige von euch werden sich jetzt sicherlich fragen, das ist doch ja eigentlich ein Rohkostkanal. Hier geht es doch hauptsächlich um Rohkost, um frische Lebensmittel. Wieso gibt es jetzt hier auf einmal Tipps zum Dämpfen und Backen von Gemüse? Wie schon erwähnt, praktiziere ich ja die schleimfreie, schleimarme Heilkost und ich möchte sie auch länger praktizieren. Und in Momenten, wo ich mich einfach erden muss, wo ich früher vielleicht Fettquellen zu mir genommen habe, auch in stressigen Situationen, dann dämpfe ich mir eher ein bisschen Gemüse oder backe mir Gemüse und esse die mit einer großen Portion grün. Das bekommt mir aktuell besser, als wenn ich mehr Fett esse, mehr Gourmet-Rohkost oder zum Beispiel Rohkostschokolade. Also von der Verdauung finde ich es dann wirklich besser, ein bisschen gedämpftes, ein bisschen gebackenes Gemüse zu essen mit viel Grün. Und es ist auch so, dass die schleimfreie, schleimarme Heilkost wirklich ein sehr großes Potenzial für Menschen hat, die chronisch krank sind, die ihren Darm gesund halten wollen bzw. reinigen wollen, die in so einen Reinigungsprozess gehen. Da hat die schleimfreie Heilkost wirklich ein ganz, ganz großes Potenzial und nicht jeder kann von einem Allesesser sofort in eine hundertprozentige Rohkost springen. Da ist so eine schleimfreie, schleimarme Heilkost mit gebackenem und gedämpftem Gemüse immer eine sehr gute Übergangskost. Und deswegen möchte ich einfach auch in einigen Videos dann auch dazu Tipps geben. Und wie schon auch hier in diesem Video erwähnt, dämpfe ich ja auch schon seit vielen Jahren Gemüse für meine Jungs und integriere das einfach dann auch mit im Rahmen der schleimfreien Heilkost. Einige werden sich jetzt vielleicht auch fragen, Gemüse dämpfen mit Wasserdampf ist ja noch recht schonend, aber wieso Gemüse backen? Da wird das Gemüse ja noch viel mehr erhitzt und das kann doch gar nicht gut sein. Im Rahmen der schleimfreien Heilkost wird empfohlen, zum Beispiel Gemüse wie Kürbis und Süßkartoffel zu backen, weil es besser verträglich sein soll. Das ist der Erfahrungswert von Menschen, die die schleimfreie, schleimarme Heilkost schon seit langem praktizieren, immer auch mal wieder diese Süßkartoffeln und Kürbis in gebackenen Zustand integrieren und diese so, also gebacken, besser vertragen als gedämpft. So, jetzt zeige ich euch erstmal Gemüsesorten, die man dämpfen bzw. backen kann und die sehr gut für die schleimfreie, schleimarme Heilkost geeignet sind. Los geht's! Das ist ein Blumenkohl, den habe ich kürzlich bei uns im Bioladen gekauft. Der ist auch tatsächlich noch aus Deutschland und diesen Blumenkohl werde ich jetzt fürs Dämpfen vorbereiten. Und dafür
werde ich einfach hier diesen Strunk, das Grüne, abschneiden und den Blumenkohl in Röschen teilen. Die Hälfte des Blumenkohls habe ich in Röschen geteilt, die andere Hälfte habe ich noch hier. Diese Röschen, die dämpfe ich für meinen Jüngsten, der mag es gern mono, also ohne andere Gemüsesorten. Für meinen Ältesten dämpfe ich dann später diesen Blumenkohl und da gibt es noch ein bisschen anderes Gemüse dazu, das zeige ich dann euch. Zum Dämpfen verwende ich einen Topf mit Deckel und einen extra Dämpfeinsatz. Den kann man einfach so kaufen und der passt auch in fast alle Töpfe, nur in die ganz kleinen, da wird es dann eng. Also in mittlere und große Töpfe passt dieser Dämpfeinsatz auf alle Fälle. Und ich bereite jetzt den Topf vor, indem ich so viel Wasser nachgieße, dass das Wasser knapp unter dem Sieb dann aufhört. Dann gebe ich den Blumenkohl in den Topf, dann den Deckel drauf, dann stelle ich das Ganze auf den Herd, lasse das Wasser erstmal aufkochen. Wenn das Wasser kocht, stelle ich den Herd auf kleine Flamme, sodass es nur noch köchelt und der Blumenkohl dann durch den Wasserdampf weich gedämpft wird. Meistens dämpfe ich den Blumenkohl so 12 bis 15 Minuten, also eher weich, weil mein Jüngster ist eher weich mag. Diejenigen, die den Blumenkohl etwas bissfester mögen, die dämpfen ihn so circa 10 Minuten. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß die Röschen sind. Fertig ist die gedämpfte Portion Blumenkohl. Da habe ich jetzt einfach ein bisschen Salz drauf gestreut und so isst sie mein Jüngster am liebsten. Wer mag, kann sich zu so einer Portion Blumenkohl auch noch ein paar Kräuter drüber streuen. Das werde ich mir jetzt gleich dämpfen und ich wollte euch erstmal ganz kurz diese wunderbaren Beutel vorstellen. Die kann man immer wieder verwenden, speziell wenn man dann Obst und Gemüse kauft im Laden, kann man die jedes Mal wieder verwenden und muss kein Plastik mehr verwenden. Die liebe Silke wird dann einen Link unter dem Video zur Verfügung stellen. Ja, und hier ist ganz viel Rosenkohl drin, den habe ich mir heute frisch gekauft auf dem Markt, schön regional. Der ist jetzt schon sauber. Wenn der jetzt noch dreckig wäre, dann würde ich da die äußeren Blätter noch abmachen. Und na gut, hier ist noch ein bisschen Dreck dran, extra zur Vorführung. Da mache ich dann einfach nur die äußeren Blätter ab und putze das dann noch ein bisschen. Machst du den Strunk ab? Nein, den lasse ich dran. Mhm. Genau. Und dann kann man die dann so in den Topf reinmachen. Ja, so viel zum Rosenkohl. Den mache ich dann einfach so rein. Und das dauert so circa, ja, maximal 15 Minuten. Und dann haben wir hier noch ganz leckeren Rotkohl. Da habe ich jetzt einfach die äußeren Blätter abgemacht, das reicht mir dann immer. Weil der ist regional, biologisch und da mache ich die äußeren Blätter ab und schneide den dann einfach in Streifen. Und die Streifen kommen dann einfach in den Topf rein. Hier haben wir jetzt noch ein frisches Gehirn. Nein, Quatsch. Das ist eine Sellerieknolle. Und da hatte ich gestern schon die halbe Sellerieknolle benutzt und heute nehme ich die andere Hälfte. Und da mache ich dann auch einfach die Schale ab und schneide das so in Streifen, ungefähr so Fingerbreite. Und das kommt dann auch in den Topf und wird dann ein paar Minuten gedämpft und dann ist das fertig. Schmeckt sehr, sehr lecker und schön würzig. Dämpfst du alles einzeln oder zusammen? Zusammen. Mhm. Okay, dann werfen wir mit der Kamera dann gleich nochmal einen Blick in deinen Topf. Yeah. So sieht dann das fertige Ergebnis aus. Eine schöne, farbliche, regionale Kombination. Ich habe leider kein Grünzeug mehr, deswegen habe ich einfach eine Selleriestange genommen und die in drei Teile zerbrochen und das werde ich dann dazu essen. Da hat man dann auch den sogenannten Darmbesen, den Arnold Ehret immer so schön beschreibt, quasi das Gedämpfte dazu und etwas Grünes, in dem noch die Faserstoffe sind. Und das wirkt dann beides als Darmbesen, zusammen putzt den Darm ordentlich durch.
Hier noch einiges Gemüse. Den Blumenkohl hatte ich euch ja schon am Anfang des Videos gezeigt. Das ist jetzt ein Blumenkohl, den ich für meinen Ältesten dämpfen möchte, zusammen mit Brokkoli, Zwiebel, Knoblauch und noch etwas Lauch. Und Henry zeigt jetzt einfach mal, wie man dieses Gemüse zum Dämpfen vorbereiten kann. Ja, fangen wir doch mal mit dem Blumenkohl an, weil der hier schon so ein bisschen schön vorbereitet ist. Hier braucht man, glaube ich, fast gar kein Messer mehr. Die kann man einfach auseinanderbrechen, wenn der Stiel unten ab ist. So. Das geht dann ratzfatz. So, das reicht schon. Ich benutze immer gern dieses Messer hier, schon seit Jahren. Ich habe das damals entdeckt für die Kokosnüsse zum Aufmachen. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, das auch fürs Gemüse zu nehmen, weil es einfach sich genial schneiden lässt. Und ja, wir werden euch das auch unter dem Video verlinken. Ich kann euch das nur empfehlen. Und vor allem, das hier benutze ich jetzt auch schon seit mindestens 4 Jahren. Und ich habe das noch nicht einmal geschärft. Und es schneidet immer noch wunderbar. Und ich muss dazu sagen, normalerweise schneidet Henry das ganze Gemüse auf einem Holzbrett. Aber das ist gerade eine andere Benutzung, deswegen haben wir jetzt ausnahmsweise mal ein Glasbrett. Wir wissen natürlich, wenn man auf einem Glasbrett schneidet, dann können die Messer schneller unscharf werden. Also sonst nehmen wir immer Holzbretter. So, das war der Lauch. Jetzt kommen wir zum Brokkoli. Dann nehme ich dieses wunderbare Messer hier. So, den kann man dann auch wunderbar auseinanderbrechen hier. Herzlich willkommen bei Silkes Kochstudio. Heute dämpfen wir Gemüse. So, bei dem Stiel, isst den Simon mit? Den würde ich roh essen gern. Den esse ich immer gern roh, weil der ein bisschen wie Kohlrabi schmeckt. Ja, okay. Ich persönlich, wenn ich Brokkoli dämpfe, mache die Schale ab von dem Brokkoli hier außen, weil die dann sonst zu hart ist. Und ja, dann mache ich die Schale einfach nur ab, schäle die und dann kann man den auch wunderbar mit dämpfen. Gut, dann legen wir den Stiel erstmal beiseite. Würfel oder? Scheiben auch. Es können Scheiben sein oder kleinere Stücke. Manchmal viertel ich die Zwiebel auch nur. Und manchmal ein bisschen kleiner, also genau oder so. So, machen wir das auch hier drauf. Jetzt kommt noch der gute Knoblauch. Das ist schön so ein bisschen für die Würze, also Zwiebeln und Knoblauch dämpfen. Das habe ich ganz früher für meine Jungs überhaupt nicht gemacht, beziehungsweise für meine Ältesten. Ich habe das dann einfach mal nach und nach probiert und er hat es sehr gut angenommen. Einfach Zwiebel und Knoblauch mit dämpfen. Und später kommen auch ein bisschen gefrorene Kräuter dazu, so ein Kräutermix und ein bisschen Salz. Und dann ist er immer sehr zufrieden mit seiner Gemüseportion. Ja, zwei sehr gute Sachen, Zwiebel und Knoblauch, das verdünnt das Blut. Und speziell, wenn man Blockaden hat im Körper, dann kann Zwiebel und Knoblauch durchaus helfen, diese schneller zu beseitigen. Et voilà! Genau, und das Ganze wird dann auch in dem Kochtopf mit dem Dämpfeinsatz ca. 10 bis 15 Minuten gedämpft, je nachdem. Ob man es bissfester möchte, oder Simon mag es auch nicht ganz so weich, aber auch nicht ganz so hart. Aber tendenziell mag es eher härter, also will das nicht ganz so weich gekocht haben. Das ist jetzt eine gedämpfte Portion Gemüse für meinen ältesten Sohn. Blumenkohl, Brokkoli, Zwiebel, Knoblauch und Lauch. Das Ganze habe ich ein bisschen gesalzen und reichlich mit gefrorenen Gartenkräutern bestreut. Wenn ich so eine Portion gedämpftes Gemüse esse, dann gibt es für mich auch immer noch eine große Portion Grün dazu, zum Beispiel regionales Kulturgrün, saisonal, regional, aktuell Postelein und Feldsalat. Hier seht ihr Backkartoffeln, das bereite ich auch ab und zu für meine Jungs im Ofen zu. Ich wasche einfach die Kartoffeln, das sind Bio-Kartoffeln, die bestelle ich jede Woche mit unserer Bio-Kiste. Und ich habe einfach die Kartoffeln gewaschen und dann so eingeschnitten. Ne, ihr seht ja hier, wie ich die Kartoffeln eingeschnitten habe. Dann lasse ich die ca. 30 Minuten im Ofen und weich backen. Und Henry, du hast dazu auch noch zu sagen, warum sollte man, wenn man Kartoffeln unbedingt essen möchte, warum sollte man die lieber im Ofen backen? Kartoffeln haben die Eigenschaft, wenn sie roh sind, auch Süßkartoffeln haben die Eigenschaften, also beide, wenn sie roh sind, dass sie Stärke enthalten. Die Stärke wiederum, wenn wir sie jetzt roh essen würden, würde sich im Körper zu Schleim umwandeln und dieser Schleim ist dafür verantwortlich,
sich dann in bestimmten Körperbereichen abzulagern und dadurch entstehen dann die sogenannten Krankheiten. Durch den Koch- oder Backprozess wandelt sich die Stärke quasi wieder in leichter verdauliche Kohlenhydrate um und dadurch sind die dann im Prinzip schleimarm. Was man jetzt sagen kann ist, und das hat Eret auch schon gesagt und auch Professor Spira, der ja die Arbeit dann weiter jetzt geführt hat von Professor Arnold Eret, hat eben gesagt, dass die Kartoffeln, wenn man Kartoffeln isst, eher Süßkartoffeln nehmen sollte, weil Süßkartoffeln nicht diese Klebereigenschaften haben wie Kartoffeln. Hier haben wir die wunderbare Süßkartoffel. Ist die noch regional? Die ist noch regional, ne? Könnte auch schon sein, dass es eine aus Spanien ist. Also wir hatten jetzt lange Zeit im Sommer bis in Herbst hinein auch regionale Süßkartoffeln. Mhm. Könnte sein, dass diese tatsächlich schon aus Spanien ist und ich sie einfach so aus Demonstrationszwecken gekauft habe. Dass wir das nochmal zeigen können, wie man eine Süßkartoffel schneidet und sie dann backt. Wir lassen immer die Schale dran, weil das Schöne ist an der Schale, wenn man das dann backt, dann ist die Schale sehr knusprig und das schmeckt dann, ja, das gibt nochmal so einen kleinen Kick. Ja, Süßkartoffel ist ja einfach. Einfach in Scheiben schneiden. Du hast die ja vorher gewaschen, ne? Genau, ich habe die vorher gewaschen. Wenn jetzt kein Dreck dran gewesen wäre, dann hätte ich die einfach so gelassen. Von der Dicke her ungefähr nach Belieben auch, ja. Ich meine, jeder mag das ja ein bisschen anders. Man kann die sehr dünn schneiden, man kann die etwas dicker schneiden. Das ist jetzt meine dünnere Variante. Geht beides. Umso dünner, wenn sie dünner sind, dann geht es natürlich schneller. Und wenn sie dünner sind, dann werden sie auch tendenziell etwas knuspriger. So, und dann nehmen wir die Scheiben und legen die dann einfach auf das Backblech. Das haben wir mit Backpapier ausgelegt. Und wie lange kommt das jetzt in den Ofen? Das dauert ungefähr 20 bis 25 Minuten. Und auf wie viel Grad vorheizen? So zwischen 180 und 200. Okay, und dann circa 20 Minuten, je nachdem, wenn man es vielleicht auch ein bisschen krosser will, gerade wenn die Scheiben dünner sind, vielleicht auch ein bisschen länger. Ja. Ne? Mhm. Genau so einfach backen wir Süßkartoffeln. Weiter geht's mit dem Backen eines Hokkaido-Kürbis. Mit eines der besten Superfoods Deutschlands. Kürbis, okay. Das ist immer etwas schwieriger. Das ist natürlich ein Bio-Kürbis, nehme ich an. Ja. So, der sieht natürlich wunderbar aus. Jetzt holen wir die Kerne noch raus. Vorteil beim Kürbis, es ist mit etwas härterer Arbeit verbunden. Da verbrennt man gleich noch ein paar Kalorien. Spitze schneide ich noch ab. Man kann die Scheiben auch wieder sehr dünn schneiden oder etwas dicker. Wenn man sie dicker schneidet, dann wird es von der Konsistenz her auch etwas cremiger. Und bei dem dünn ist es halt wieder so, dass sie dann eher knuspriger werden. Aber mit dem knusprig werden, das hängt auch immer mit dem Kürbis zusammen, weil manche werden knusprig und manche bleiben eher weich. Ich persönlich bevorzuge das Weiche. So, und das legen wir dann auch auf das Blech. Also kann man ruhig schön eng aneinander schichten. Ja, genau. Und der Kürbis hat die gleiche Backzeit wie die Süßkartoffel? Tendenziell ja. Das muss man dann einfach prüfen. Es kommt auch immer drauf an, wie dick geschnitten ist. Da muss man dann einfach mal in den Ofen reinschauen. Also pauschal kann man auch sagen, zwischen 20 und 30 Minuten. Ja. Das ist da so die Richtzeit. So sehen dann die gebackenen Süßkartoffel- und Kürbisstücke im fertigen Zustand, im gebackenen Zustand aus. Und so nicht.
Genau, da ist ein bisschen was schief gegangen, da ist auch ein bisschen was angebrannt. Ja, wenn die dann unterschiedlich dick sind, dann kann es schon mal passieren, dass die dünneren Scheiben dann verbrennen. Also immer am besten sich für entweder nur dünne Scheiben oder für dicke Scheiben entscheiden. Hier seht ihr einen kleinen Serviervorschlag. In dieser Schüssel habe ich einfach ein bisschen Kürbisstücke und Süßkartoffelstücke gegeben. Und dazu gibt es eine große Portion frisches Grün, Feldsalat, Postelein und selbstgezogene Rettichsprossen. Als nächstes dämpfe ich Zucchini. Diese beiden Zucchini habe ich kürzlich im Bioladen gekauft. Die sind leider nicht mehr regional. Diese beiden Zucchinis stammen aus Spanien. Fürs Dämpfen schneide ich einfach die Zucchini in Scheiben. So sieht das Ganze dann aus. Ihr seht ungefähr so dick, ca. 1 cm dick sind die Zucchini-Scheiben. Ab und zu dämpfe ich dazu auch Zwiebeln und Knoblauch. Diese werde ich jetzt auch schälen und kleiner schneiden. Das Ganze gebe ich jetzt in einen Topf mit einem Dämpfeinsatz. Hier, wie schon im Video gezeigt, ist das Wasser bis zum Dämpfeinsatz gefüllt und dann lasse ich das Ganze 10 bis 13, 14 Minuten weichdämpfen. Fertig ist die Portion gedämpfte Zucchini mit gedämpfter Zwiebel und gedämpftem Knoblauch. Ich habe da jetzt einfach nur noch gefrorene Gartenkräuter drüber gestreut. Die gibt es bei uns im Bioladen in der Tiefkühltruhe. Also keinerlei Salz und keinerlei Fett. Und zu dieser gedämpften Gemüseportion gibt es natürlich reichlich frisches Grün, selbstgezogenes Erbsengrünkraut, selbstgezogenes Rettichgrünkraut, selbstgezogene Basilikumsprossen und hier ist noch ein bisschen gekauftes Kulturgrün, vor allem Feldsalat und noch ein bisschen Postelein. Wer sich für gesunde grüne Lebensmittel interessiert, zum Beispiel auch, wie man dieses tolle Grünkraut und diese tollen grünen Sprossen selber ziehen kann, dann kann ich euch mein E-Book Gesund Grün Essen empfehlen. Darin gibt es nicht nur Anleitung, wie man sich vielfältig Grünkraut selber zieht, sondern auch wichtige Infos zum Kulturgrün. Dann gibt es natürlich auch wichtige Informationen zu den Mikroalgen Chlorella und Spirulina und natürlich sind Wildkräuter auch ein ganz großes Thema. Wildkräuter in unserer Region und dazu gibt es auch noch viele interessante Informationen und natürlich auch viele Rezepte und Inspirationen. Ihr findet den Link zu meinem E-Book Gesund Grün Essen unten in der Infobox. Was ihr hier seht, sind Topinambur-Knollen. Diese esse ich am liebsten roh. Ganz selten entsafte ich sie mir mit. Und diese Knolle kann man auch gut backen, dünsten oder dämpfen. Topinambur schmeckt nussartig und ist sehr vitamin- und mineralstoffreich. Wie schon erwähnt, könnt ihr dieses Gemüse roh essen, dünsten, aber eben auch backen. Ich habe diese Wurzelknollen jetzt schon gewaschen und werde sie hier für dieses Video backen und dafür schneide ich diese Knollen einfach nur in Scheiben. Den Ofen auf 180 bis 200 Grad vorheizen und dann ca. 20 Minuten oder 25 Minuten, je nachdem wie dick die Scheiben sind, backen. So sieht der gebackene Topinambur dann aus. Und dazu kann man wieder eine schöne, frische Portion Grün essen, in diesem Fall Feldsalat, Postelein und selbstgezogenes Erbsengrün. Abschließend dämpfe ich noch etwas regionales Gemüse. Da seht ihr hier eine große Möhre, das ist eine Saftmöhre. Ich bestelle jede Woche über meine Biokiste 2-3 Kilo Saftmöhren. Die sind ein bisschen günstiger, sind halt auch größer und auch manchmal ein bisschen unförmiger, aber eignet sich auch wunderbar zum Dämpfen. Dann habe ich hier eine Pastinake. Und hier zwei kleine Wurzelpetersilien und noch ein Stück Lauch. Das Ganze werde ich jetzt schälen, putzen und in Scheiben schneiden, beziehungsweise den Lauch in Ringe. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe alles klein geschnitten. Die Pastinake und die Möhre habe ich zum Teil nochmal halbiert, also die Scheiben, damit es nicht zu groß wird. Das Ganze gebe ich jetzt in den Dämpftopf und lasse das Ganze zwischen 12 und 15 Minuten dämpfen. So sieht die Portion gedämpftes Wurzelgemüse mit ein bisschen Lauch aus. Ich habe dann einfach noch ein bisschen gefrorene Kräuter dazu gegeben. Am besten schmeckt mir dazu gefrorene Petersilie. Das taut dann ja auch ganz schnell auf, wenn man das über das gedämpfte Gemüse gibt. Ich esse dieses Gemüse ohne Salz, einfach nur mit den Kräutern. Und dazu gibt es natürlich wieder eine frische Portion Grün. Diesmal Postelein und Palmkohl, Schwarzkohl.
Wenn ihr euch für die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret interessiert, dann kann ich euch sein Buch dazu empfehlen. Das gibt es als kostenlose PDF. Ihr findet den Link dazu unten in der Infobox. Wenn ihr euch für alle Schriften von Arnold Ehret interessiert, dann kann ich euch zwei meiner Lieblingsbücher empfehlen. Gesunde Menschen Band 1 und Band 2. Ihr findet die beiden Links auch unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ich Videos zum Thema schleimfreie, schleimarme Heilkost veröffentliche, kommt natürlich auch immer wieder die Frage, was sind denn schleimfreie, schleimarme Lebensmittel bzw. welche Lebensmittel bilden denn Schleim? Da gibt es auf meiner Webseite zwei schöne Blogartikel vom Henry, die kann ich euch unten verlinken. In der einen Liste sind alle Schleim-, Eiter- und säurebildenden Lebensmittel aufgelistet nach Professor Spira. Der hat ja auch einen YouTube-Kanal, der macht seit 16 Jahren schleimfreie, schleimarme Heilkost. Ich werde euch seinen Kanal oben in den Infokarten verlinken. Der Kanal ist englischsprachig. In der anderen Liste findet ihr die schleimfreien, schleimarmen und säurebindenden Lebensmittel. Also ihr findet die Links, die beiden Links zu diesen Blogbeiträgen auch unten in der Infobox. Ich werde euch oben in den Infokarten auch nochmal meinen Erfahrungsbericht 38 Tage schleimfreier Heilkost verlinken. Dieses Video habe ich im August veröffentlicht. Da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer in die Materie ein, wieso, weshalb, warum schleimfreier Heilkost. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Praktiziert ihr die schleimfreie, schleimarme Heilkost? Praktiziert ihr diese Art der Ernährung 100% rohköstlich oder integriert ihr tatsächlich auch gebackenes und gedämpftes Gemüse? Wenn ja, wie oft und was sind eure Favoriten? Ich freue mich über unseren Austausch. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Silke.